Naja, eins hatte ich vergessen. Wie komme ich an das SketchUp 2017 Make? Wann? SketchUp Make 2017. Das ist das, womit man solche dynamischen Geschichten erstellen kann, womit man dann wirklich echte Simulationen erzeugen kann, weil sich die Körper dann auch physikalisch so verhalten. Den habe ich rausgeschmissen. Guckt euch das mal an. Ja, also das funktioniert wirklich. Man kann dann wirklich echte Dinge simulieren, die dann auch funktionieren. Mal sehen, jetzt, ich wollte, na, komm, ja, zack, fällt er raus. Selbst das geht. Schwupp. Also, alles machbar. Aber wie komme ich daran? Darum geht's. Dieses SketchUp Make 2017, diesen Link, den werde ich euch unten in die Videobeschreibung reinschreiben, wie man da hinkommt mit dem Handy in die Videobeschreibung, dass, zeige ich noch, aber mit dem Handy kann ich SketchUp nicht bedienen. Also das müsst ihr dann mal weglassen. Gut, diesen Link noch, da wird das alles beschrieben. Ich kann es jetzt nicht laufen lassen, sonst gibt es wieder Urheberrechtsärger und so weiter und so fort. Aber gucken wir auch mal, was noch alles machbar ist. Also es gibt auch auf Deutsch so viele Varianten, was alles planbar ist, was man alles selber zeichnen kann. Erste Schritte für Beginner, eine richtige, ja, Rennbahn kann ich mir basteln und so weiter. Es gibt auch auf Englisch Anleitungen und. Also es ist alles möglich. Aber wie gesagt, dieses wichtige SketchUp Make, damit ihr eine sozusagen Dauerlizenz habt, um dann auch solche Animationen darzustellen, das werde ich euch unten reinschreiben. Also echte Animationen, nicht bloß das einfache Animieren. Einfaches Animieren geht auch, aber auf keinen Fall mit physikalischen Zusammenhängen. Wie man ganz einfach sowas macht, das Video, das habe ich vorhin gezeigt, und dass man dann auch mal spannendere Sachen anstellen kann, um dann zum Beispiel so ein Haus hier nachzubilden, das ist dann alles nochmal, wie gesagt, in der Videobeschreibung dieses, das ist nur ein Anreißer, damit ich euch einen Tipp geben kann für diese armen, bösen Winterabende bei so viel Schnee, falls ihr nicht gerade was anderes vorhabt. Also, beste Wünsche, tschüss, tschüss. Und guckt in die Videobeschreibung.